Hallo, hier werde ich eine Weiterfolgerung aus den Körperaxiomen der reellen Zahlen zeigen. Es soll nur mit den Körperaxiomen gezeigt werden, dass das Produkt einer jeden reellen Zahl mit dem Faktor 0 0 ergibt. Der Beweis einer solchen trivialen Aussage kann sehr schwer sein. Wir wollen deswegen hier die einzelnen Beweisschritte näher beleuchten. Kommen wir zum formulierten Satz. Es ist für alle x aus den reellen Zahlen das Produkt aus 0 und x gleich 0. Bei dem Beweis starten wir mit dem Produkt 0 mal x und greifen nun auf die axiomatisch festgelegte Eigenschaft der 0 zurück, nämlich dass die Summe aus einer reellen Zahl und 0 wiederum jene reelle Zahl ist. Hier haben wir als diese reelle Zahl die 0 und folglich ist 0 plus 0 gleich 0. Wir halten dann so die Gleichheit von 0 mal x zu, in Klammern 0 plus 0 mal x, also wir haben die 0 durch 0 plus 0 ersetzt, und dürfen jetzt mittels dem Distributivgesetz das Produkt von, in Klammern 0 plus 0 mal x als Summe von 0 mal x plus 0 mal x schreiben. An diesem Punkt angekommen, überlegen wir uns, wie wir die Gleichung 0 mal x ist gleich 0 mal x plus 0 mal x so umformen können, dass wir die Gleichheit von 0 mal x und 0 erhalten. Dies ist ja das, was wir versuchen zu zeigen. Du kannst hier das Video gerne pausieren, bevor ich den Trick dazu erkläre. Wir haben links von dem ist gleich den Ausdruck 0 mal x einmal und rechts neben dem ist gleich zweimal. Die Idee ist nun, es jeweils auf beiden Seiten einmal verschwinden zu lassen, um auf der linken Seite 0 und auf der rechten Seite nur noch einmal 0 mal x stehen zu haben. Dieses Verschwinden kriegen wir dadurch, dass wir mit dem Negativen des Ausdrucks 0 mal x addieren. So erhalten wir auf der linken Seite 0 mal x plus minus 0 mal x und auf der rechten, in Klammern, 0 mal x plus 0 mal x plus das Negative von 0 mal x. Die linke Seite ist eben 0 und mit dem Körperaxiom Assoziativgesetz der reellen Zahlen dürfen wir umklammern. So erhalten wir den Ausdruck 0 mal x plus in Klammern 0 mal x plus minus 0 mal x, der ja 0 ergibt. Und somit stehen 0 ist gleich 0 mal x plus 0 noch über. Wir halten dann die Gleichheit von 0 und 0 mal x. Und somit haben wir gezeigt, dass das Produkt einer jeden reellen Zahl mit dem Faktor 0 0 ergibt.